Heute kommt ein Q&A-Video und da habt ihr mir ja neulich ein paar Fragen gestellt und die werde ich heute beantworten. Magst du Justin Bieber und kannst du mich bitte in deinem Video erwähnen? Ja, also erstmal hallo und naja, bin nicht unbedingt ein Fan von ihm. Er ist so nebenbei, sagen wir es mal so. Hast du einen Freund? Nein. Fan-Calls? Ich habe das mal wieder geplant, aber ich weiß noch nicht genau wann. Also, ja, ihr werdet schon mal mitkriegen, wenn ich das wieder mache. Du müsstest auswandern, wohin? Nicht in dein Nachbarland. Also, ich würde auf alle Fälle nach Amerika auswandern. Ist mir eigentlich egal, in welche Stadt da, aber auf alle Fälle nach Amerika. Was ist dein Lieblingsfach und was ist dein Hassfach? Also, mein Lieblingsfach ist Englisch und mein Hassfach ist Chemie. Wo wohnst du? Bundesland. Ich wohne in Bayern. Wärst du lieber ein Baum oder ein Stein? Ich wäre lieber ein Baum. Ich glaube, es ist viel besser, als ein Stein zu sein. Was willst du mal werden? Ich möchte Grafikdesignerin werden oder im Editing arbeiten oder im Marketing. Bist du selbstbewusst? Es hält sich in Grenzen. Ich bin nicht unbedingt die Selbstbewussteste. Aber ich würde schon mal sagen, dass ich auf alle Fälle selbstbewusster bin wie früher. Wenn in einem Buch dein ganzes Leben beschrieben werde, würdest du es lesen? Ja, ich würde es auf alle Fälle lesen. Die meisten antworteten ja, sie würden es nicht lesen, weil sie nicht wissen wollen, was in ihrem Leben passiert, aber ich möchte es wissen. Wo würdest du hinreisen, wenn du könntest? Vergangenheit oder Zukunft? Ich würde in die Vergangenheit reisen, weil ich gerne wissen wollte, wie es früher ist und die Zukunft werde ich ja selber noch ein bisschen miterleben. Trocknest du deine Haare lieber mit dem Föhn oder an der Luft? Also im Sommer trockne ich sie eigentlich immer an der Luft. Ich wasche sie halt irgendwann um 17 Uhr und lasse sie dann ein bisschen schlafen, wie trocknen. Wenn sie aber nicht ganz trocken sind, muss ich sie ein bisschen föhnen, weil ich kann irgendwie nicht mit nassen Haaren schlafen. Aber im Winter werde ich sie immer föhnen, weil es einfach zu kalt ist irgendwie. Wie bist du darauf gekommen, YouTube-Videos zu drehen? Ich bin durch Ashley Lisa TV drauf gekommen und eigentlich mehr durch Musikvideos. Also ich habe früher auch eigentlich Musikvideos gemacht. Ja, gibt's auch nicht mehr, also braucht gar nicht suchen. Wer ist dein 1D-Favorite? Also, am liebsten mag ich natürlich Louis Tomlinson, aber ich mag eigentlich Niall auch ganz gerne. Es kommt drauf an, auf welche Situation. Aber auf alle Fälle Louis. Wie fanden deine Freunde oder Familie, dass du YouTube-Videos drehen wolltest? Also meine Familie, ja gut, ich hab's ihnen erzählt und so, aber ja, die finden es jetzt halt ziemlich cool und so. Und meine Freunde finden es eigentlich auch ziemlich cool. Lieblingsschminkmarke? Ich kaufe eigentlich am meisten von Catrice, Essence oder L'Oreal oder Maybelline, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Ich mag eigentlich viele Schminkmarken ziemlich gerne. Wenn ich dir ein Einhorn schenken würde, wie würdest du es nennen? Also erstmal, hi Vanessa, wie geht's so? Schreib mal wieder. Und ich habe mir echt noch gar nicht überlegt, wie ich mein Einhorn nennen würde. Das ist echt eine schwierige Frage. Da muss man sehr gut drüber nachdenken, weil mit Einhornnamen ist nicht zu spaßen, würde ich sagen. Es gab ja mal so ein Bild auf Instagram, das rumgegangen ist, dein Einhornname. Aber meiner war unglaublich hässlich, deswegen würde ich mein Einhorn nicht so nennen. Ich weiß es nicht. Schreib mal einen Einhornnamen in die Kommentare. Wie viele Personen hast du abonniert? Ich habe gerade nachgeschaut und ich habe 288 Leute abonniert und ich schaue wirklich alle. Also ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber esse einen Löffel mit Nutella. Also erstens nein und zweitens, das ist keine Frage. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Als erstes würde ich mir wünschen, dass meine Familie nicht Geldprobleme hat. Als zweites würde ich mir wünschen, dass man viel schneller abnehmen kann. Und was jetzt wahrscheinlich jeder sagen würde, dass man nie wieder krank wird, aber ich finde, man kann was Besonderes finden. Deswegen wünsche ich mir am besten, dass ich irgendwann mal in meinem Beruf erfolgreich sein werde, höher in der Geschäftsleitung bin oder sowas. Also das wäre halt mein Traum. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erreichen werde, aber auf alle Fälle wünsche ich mir, dass ich im Beruf später mal Erfolg haben werde. Kennst du mich noch? Klar. Okay, das kam jetzt sehr komisch. Wie bearbeitest du deine Bilder? Also meine Bilder am Handy bearbeite ich mit PicFX und Afterlight und am Computer bearbeite ich mit iPicky oder Pitchy, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, und PicMonkey. Eigentlich größtenteils mit PicMonkey, aber das nur für Thumbnails und das andere mit iPicky. Kommst du mal in die Schweiz zu Tanja oder Nathalie? Also auf alle Fälle würde ich das gerne, weil sie beide das anschaut. Ah, nimmt ihr mich auf? Also auf alle Fälle würde ich das gerne. Wir haben noch eine Schweiz-Vignette, deswegen, wer weiß, was dieses Jahr noch passieren wird, ne? Wann hast du angefangen, dich zu schminken? PS, ich liebe deine Videos. Also erstmal danke. Und ich habe so ungefähr mit 13 angefangen, mich zu schminken. Regelmäßig. Was ist dein Lieblingseis?
Also entweder Schokolade oder Cookies. Wer ist dein Vorbild? Ich habe nicht viele Vorbilder, weil ich weiß nicht. Jeder ist irgendwie sein eigener Mensch und klar kann man sich den Style oder den, was derjenige erreicht hat, ein bisschen für sich selber vornehmen, aber man kann nie wie diese eine Person werden. Deswegen sollte man eigentlich immer für sich selber leben und nicht für jemand anderen. Aber wenn, dann würde ich vielleicht Nina Dobrev sagen, weil ich finde einfach, dass sie viel erreicht hat, dass sie halt auch richtig am Boden geblieben ist und so. Und ich schaue halt Vampire Diaries schon ewig und ich finde halt immer, dass sie die Sendung persönlich macht und besonders. Und ja, jetzt kommen einige Fragen. Willst du dein Jahr im Ausland verbringen? Ich schaffe kein ganzes Jahr von zu Hause weg zu sein. Ich würde gerne 3-4 Monate im Ausland verbringen, aber ein ganzes Jahr würde ich nicht schaffen. Wie viel Geld gibst du im Monat aus? Also die letzten Monate habe ich, also sagen wir es mal so, ich habe halt mein eigenes Taschengeld und das bisschen, was meine Eltern halt für mich bezahlen. Und letzten Monate habe ich eigentlich, außer mal ein bisschen was in München, eigentlich nichts von meiner Karte abgehoben oder ausgegeben halt, weil ich ja auf Amerika spare. Deswegen habe ich die letzten Monate eigentlich fast nichts ausgegeben. Aber wenn, dann würde ich vielleicht so, weiß es nicht, 50 bis 60 Euro im Monat sagen. Also, ich weiß nicht, ist das eine normale, reelle Summe? Keine Ahnung. Was steht auf deiner Wunschliste? Auf alle Fälle hätte ich so gern Pennyball. Und was gerade drauf steht, ist so eine Hülle für das Handy, so eine wasserdichte Hülle, dass ich im Pool oder im Meer oder so Aufnahmen machen kann mit meinem Handy unter Wasser. Das wäre auch auf alle Fälle sehr cool. Und letzte Frage von ihr. Besuchst du ein Gymnasium? Ja, ich besuche ein Gymnasium. Eine Frage von AskFM. Und zwar, könntest du dir vorstellen, mit einem Fan gut befreundet zu sein? Ich weiß jetzt nicht, ob Tanja direkt ein Fan war. Auf alle Fälle hat sie halt mal die Videos vorher geschaut, bevor sie überhaupt was mit mir zu tun hatte. Und Tanja ist jetzt wirklich eine meiner besten Freunde geworden. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich mit Fans, Zuschauern auf alle Fälle gut befreundet sein kann. Das kommt immer auf die Chemie drauf an. Hat sich dein Leben durch YouTube verändert? Ja, ich würde schon sagen. Also auf alle Fälle ins Positive. Ich bin auf alle Fälle selbstbewusster geworden und ich habe ein super cooles Hobby gefunden, mit dem ich andere Menschen erreichen kann und das mir auch noch Spaß macht und ich glaube, das ist der Sinn von einem Hobby. Könntest du leicht auf Fernsehen verzichten, wenn du die Serien, die du auf dem Computer schaust, nicht dort schauen könntest? Ja. Das ist eine schwere Frage, immer dieses Verzichten. Ich denke, wenn man muss, kann man vieles tun. Aber jetzt gerne würde ich nicht auf meine Serien verzichten wollen. Was sind deine Lieblings-Make-up-Produkte? Welche Videos planst du? Und kannst du mal ein Schul-Make-up drehen? Also Lieblings-Make-up-Produkte habe ich eigentlich nicht. Eigentlich nur meine Rocket Volume Express Mascara von Maybelline oder... Ach ja, meine Naked 3 Palette. Auf alle Fälle mein Lieblingsprodukt. Ich plane eine Back-to-School-Serie. Ich weiß zwar noch nicht mit wem, aber mit irgendwem werde ich das schon machen können. Und ich plane eine Roomtour, wie immer eigentlich. Ich plane eigentlich immer meine Roomtour, aber es verzögert sich halt, wenn meine Wand immer noch nicht gestrichen ist, weil ich ein schlechter Mensch bin. Und sonst weiß ich gerade nicht. Und kannst du mal dein Schuh-Make-up drehen? Das würde wahrscheinlich Teil dieser Back-to-School-Serie werden. Die nächste Frage fand ich einfach voll witzig, aber nimmt sie nicht zu ernst. Und zwar, wenn du dir einen Mann backen könntest, was würdest du für Zutaten reintun? So Charakter aussehen. Ich finde, wenn man den richtigen gefunden hat, ist es eigentlich egal, wie er ist. Hauptsache, er ist der Richtige. Aber ich denke mal, jeder hat seine bestimmten Vorstellungen, wie der Partner aussehen könnte. Ich sage jetzt nicht, dass man so aussehen muss, um Gottes Willen. Man kann aussehen, wie man will. Auf alle Fälle schaue ich halt immer mehr auf braune Haare, blaue Augen oder braune Augen, das ist mir eigentlich egal. Dann auf alle Fälle, dass er halt... Es gibt halt viele so, die sich halt cool fühlen und halt, ja, ist das halt voll das No-Go bei mir. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich mag das halt, wenn er am Boden geblieben ist oder so. Ihr kennt auch diese Beliebten, die halt immer so, was weiß ich, was für viele Likes auf Facebook haben, auf ihren Profilbildern oder so. Ich finde, es ist immer schwer, sich da so anzupassen als so jemand wie ich. Und ich finde halt, das sollte halt jemand sein, der ganz normal ist. Und sonst, keine Ahnung, ich habe mir bis jetzt noch nicht gewünscht, einen Mann zu backen, also kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Bist du momentan verliebt? Nein, also ich denke nicht. Natürlich hat man mal so ein paar Crushes an irgendwen, aber verliebt, nein. Wie groß bist du? Ich bin ungefähr 1,60 oder 1,61 oder so um den Dreh, also ich bin
klein. Also falls ihr mich jemand sieht. Ihr seid hier, ich bin hier, also. Was machst du gegen Langeweile? Videos drehen, Videos schneiden, Musik hören, Sims spielen, YouTube-Videos schauen, Bilder bearbeiten. Was ist dein absoluter Lieblingsnagellack? Die Nummer Blanc von Essie. Bist du zufrieden mit dir? Diese Frage immer nein. Keiner ist, glaube ich, zufrieden mit einem. Also so, auch wenn man so sagt, ja, ich finde mich so toll, aber innen drin sagt man trotzdem irgendwas, was nicht passt, oder? Und ja, bei mir passt einiges nicht. Und ja, ich versuche es zu ändern, aber es ist manchmal nicht so leicht, wie man denkt. Was ist dein schönstes YouTube-Erlebnis? Auf alle Fälle der Video Day 2013, der war auf alle Fälle richtig toll. Falls du das gerade anschaust, mich hat bei einem sogenannten Fußballturnier veranstaltet von irgendwelchen Schulen und so, hat mich eine Zuschauerin angesprochen, ob ich nicht die von YouTube bin. Und das war so das erste Mal, dass mich jemand persönlich angesprochen hat. Ich habe schon relativ viele Nachhinein-Nachrichten bekommen, ob sie mich da irgendwo gesehen hätten. Aber sie hätten sich nicht getraut, mich anzusprechen. An der Stelle, spreche mich bitte an. Ich hätte was geheult vor Freude danach. Auf alle Fälle nochmal liebe Grüße an dich, falls du das ansiehst. Und das hat mich auf alle Fälle richtig gefreut, weil das natürlich so das coole Gefühl ist. Falls ihr auch YouTuber seid oder es euch passiert ist, dann wisst ihr das natürlich. Und auf alle Fälle das prägendste Erlebnis, ich weiß nicht wieso, war das erste Mal Treffen von YouTube-Freunden letzten März oder Mai. Und zwar Tina, Lee und Lea. Und ja, das war auf alle Fälle unglaublich. Also ich war da vorher auch noch nie so in München und es war wirklich, es war irgendwie was Besonderes. Machst du mal ein Fantreffen mit Nürnberg? Also ich habe schon ein Fantreffen in Nürnberg gemacht mit Tanja und Fatima. Ja, kann ich gerne mal wieder machen. Schreibt mir unten rein, falls ihr aus der Gegend kommt. Schaust du lieber britische oder amerikanische YouTuber? Ich finde, das kann man so schlecht sagen. Ich schaue beides sehr, sehr gerne. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich sagen amerikanische YouTuber, weil ich einfach finde, viele britische YouTuber sind einfach gleich. Also da könnte man sich einen raussuchen und dann macht der, weil die kennen sich halt alle, und der macht der wieder den Tag und wieder den Tag, dann wieder die Challenge und dann denkt sich jeder, oh ja, die Challenge mache ich auch. Und ich finde, es ist einfach ziemlich einheitlich alles, aber amerikanische YouTuber gibt es ja doch mehr Vielfalt, aber das kommt echt drauf an. Also ich schaue beides sehr gerne. Dann das letzte ist eigentlich nicht wirklich eine Frage, aber ich wollte einfach mal Danke sagen und ich kann es, klar kann man das einfach so sagen, dass man es nicht verstehen kann, wie das jemand finden kann, aber ich kann es trotzdem nicht verstehen, weil ich weiß es nicht. Aber trotzdem danke an dich, wer auch immer du bist. Das war jetzt mein Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war jetzt nicht zu lang. Aber ich versuche halt immer so viele Fragen wie möglich zu beantworten und ich denke mal, da kann die Länge auch immer etwas mehr betragen. Falls ihr mal wieder ein Q&A wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder es mir in die Kommentare schreiben. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!